stinken so nach Scheiße. Boah, Alter, mir ist schlecht davon. Fuse World. Hallo und willkommen zur Fuse World. Hi, hi, hi. Und ihr seht schon, habt ihr sich ein bisschen was verändert. Vielleicht wisst ihr, falls ihr es wisst. Und zwar haben wir hier zwei Lastenregale gekauft. Beziehungsweise ich hab die gekauft. Mühsam aufgebaut. Mich verstümmelt dabei. Und haben da ein paar Terrarien reingesetzt jetzt. Ja, letzte Zeit kam wieder keine Videos. Es tut mir leid. Ich hoffe, soll ich das sagen, aber es kommt halt in Videos, wenn ich es will, beziehungsweise wenn ich die Zeit dazu finde, sagen wir es mal so. Ich habe wieder noch einiges Rohmaterial, das weiß ich auch noch. Es sollte jetzt bald auch nochmal ein Vlog kommen, wo wir einfach nur ein bisschen raus sind in der Sonne. Da wird wahrscheinlich sogar nicht mal mehr gelabert und sein, wird einfach nur mit der GoPro gefilmt sein und dann halt als ein 4K schön, weil das hier, die Kamera kann ja nur Full HD, deswegen kein 4K. Und ja, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen meinen Kanal angeguckt gehabt und da ist mir aufgefallen, hey, du hast eine Abopolossum, also meine erste Vogelspinne, ganz schön dahin gehimmelt. Hast sogar extra ein Video gemacht. Und ich wollte einfach mal zeigen, weil das letzte Video von ihr ist, glaube ich, jetzt inzwischen 8 Monate her. Deswegen wollte ich einfach mal zeigen, wie groß sie jetzt inzwischen geworden ist. Und dass sie jetzt auch wieder ein neues Terrain wieder umgesiedelt wurde. Aber ja, das ist ja, sie ist ja inzwischen bei mir, glaube ich, schon 4-5 Mal umgezogen. Also sie ist echt extrem viel umgezogen. Und ich mache jetzt einfach dieses Video auch nur, damit ich erstmal ein Video habe wieder. Nein, natürlich nicht. Einfach nur um ein Update zu geben, damit ich ein kleines, kompaktes Video jetzt für heute habe. Und ja, ihr mal wieder was von mir hört, weil ich habe mich echt wieder länger nicht gemeldet. Tut mir leid. Momentan ja irgendwie sehr viel zu tun, leider. Der Gaming-Kanal läuft dafür noch immer ganz gut, aber da bin ich auch ein bisschen am Vorproduzieren, sehr dünn am Produzieren momentan, weil einfach schönes Wetter und so, ich gehe lieber raus und alles, nehme ab und an die Kamera mit, die GoPro und so und filme damit noch ein bisschen, da sind, wie gesagt, da kommt ja noch ein Video zu und ja, ich genieße einfach momentan lieber das Leben, anstatt mich auf YouTube und so zu fokussieren, deswegen ist halt leider so, aber ich vergesse euch nicht und deswegen kommen jetzt ein paar Beauty-Shots von meiner Abopolossum. Ja, so viel zu den Beauty-Shots meiner Populossum. Jetzt hat hier eine Höhle gegraben. Das ganze Terrarium sieht dann so aus. Das ist eigentlich standardmäßig altes gewesen. Erde rein, wesentlich mehr Erde rein. Ihr seht ja hier, ist komplett aufgefüllt. Wir vorher hatten wir nur die Hälfte gehabt und die alten Pflanzen drin. Ein bisschen altes Zeug, das er halt kennt, damit er sich wohlfühlt. Und ansonsten, ja, haben wir hier unser Regalis. Ja, die guckt sogar gerade raus. Hallo, Regalis. Können wir sie mal ran? Vielleicht klappt das ja mit der Kamera. Da ist sie. Ja, wunderschöne Spinne. Wie gesagt, ich habe dann ein paar Spinnenvideos, die kommen jetzt auch noch mal nach und nach. Wie gesagt, sind die teilweise schon ein bisschen älter leider. Aber ich dachte, ich habe mir die Mühe gemacht, die aufzunehmen und will euch die zeigen. Ansonsten haben wir hier noch unsere Simoni, die Nocte. Ein Stockwerk tiefer, die Smithy. Der Foto fokussiert einfach irgendwas anderes. Naja, egal, da ist die Spinne. Da ist unser Russia, das ist unser neuester Zugang. So, und dann haben wir hier noch da hinten Miss Drama Cream Calcodes. Ansonsten, wenn wir jetzt hier rüber gehen, normalerweise waren ja hier immer Spinnen drin, das ist jetzt momentan leer. Dann kommen vielleicht noch Spinnen rein, dann haben wir hier noch ein paar die anderen Spinnen. Zack, zack, aufgeteilt. Wir haben jetzt von da hinten, hatte ich ja, von hinten am Router hatte ich immer die Abopolossum stehen. Mit den dreien hier. Mit der Geniculata. Mit der Goldknie, wenn man sie sieht. Und seit neuestem noch mit der Emilia hinten. Die sind jetzt alle hingezogen, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt den Drucker und so weiter rübergezogen habe und auch einen neuen Router habe und so weiter und den Platz brauchte. Und da jetzt da der Schreibtisch weg ist und da jetzt hier der Schreibtisch weg ist, ja, konnte ich mir das einfach erlauben, die alle dahin zu stellen. Sieht auch besser aus. Unten ist so mein ganzes Kamera-Equipment und obendrauf meine ganzen Objektive hier von meiner großen Kamera. Dann hier noch ein paar Hüte und so. So, hier ist das ganze GoPro-Zeug. Canon-Zeug, noch eine Cappy, ein bisschen Zeug, das ist meine GoPro, ein bisschen Stative, ein paar Boxen und so. So sieht das aus, wenn es halt unbeleuchtet ist. Ja, ach ja, da hinten sind die ganzen Häute drin. Die sammeln sich alle noch und ich werde jetzt gleich auch noch meine kleinen Spinnen füttern, beziehungsweise eigentlich alle Spinnen füttern, denn die haben Hunger und brauchen auch wieder Wasser. Und ich meine, guckt euch einfach mal teilweise die Spinnen an. Ich nehme jetzt einfach mal hier raus. Guckt euch mal diese Money an, da. Das ist einfach nur die Haut von der Simani. Krass, oder? Ja, die größte Haut hat immer noch die Calcodes. Da ist die Haut. Ja, jetzt, da. Zack, die Calcodes einfach.
Der hat eine Spannweite von meiner Handfläche circa. Krass. Ja, wie auch ein kleines Infovideo. Soll nicht lang gehen, einfach nur ein bisschen zeigen und ein bisschen erklären. Und ja, bald kommen wieder neue Videos und viel, viel cooles Zeug. Ich habe auch wieder in der Zwischenzeit wieder einiges verworfen gehabt, aber das kennt ihr ja von mir. Ich bin ja Perfektion zu liefern. Na gut, Perfektion ist es jetzt nicht, aber ich muss selber damit mit dem Video zufrieden sein. Wenn ich nicht zufrieden bin, dann kommt halt das Video leider nicht und wird im schlimmsten Fall verworfen. Auch übrigens hier auch nochmal meine Krimskrams-Ecke, wo Deko-Zeug und alles drin ist. Ja, ich habe inzwischen echt viel Geld in die Spinne reingesteckt. Also jetzt mit allem drum und dran bin ich momentan bei über 2000 Euro. Das ist echt viel. Und es sollen jetzt bald noch Terrarien kommen. Nämlich für diese drei, die sind nämlich ziemlich groß, die kriegen noch ein paar Terrarien. Und hier die drei, die brauchen theoretisch auch noch Terrarien, also ich brauche die 6 Terrarien. Die zwei, beziehungsweise die drei kriegen aber wahrscheinlich große Terrarien, also hohe Terrarien, nur nicht so breit wie die bei der Regalis, weil die nicht so groß werden, deswegen werde ich wahrscheinlich 20 cm. Kosten zwar dasselbe, aber nehmen halt weniger Platz weg. Und hier müssen auch noch ein paar auch umgehaust werden, weil die zu groß sind, zum Beispiel die Kolumbien, da sieht man sie. Die ist verdammt groß geworden letztens. Und da ist unser Krummbein. Die Böhmei, die hat ein sehr krummes Bein. Das eine Hinterleibbein ist ziemlich krumm. Kann man sogar leicht sehen, wie es abgewankelt das ist. Ja, die kriegen auch relativ schön viel Farbe. Und die gute Versicolor, die ist unterwegs. Damit die Versicolor, die hat sich nämlich gestern gehäutet. Da wollte ich noch heute die Haut rausholen. Oder war es heute Nacht? Ich weiß gar nicht mehr. So, glaube ich, heute Nacht. Ja, und das werde ich jetzt alles machen, das Video hier schneiden, dann habt ihr wieder Content. Und folgt auf meiner Instagram-Seite FioSpiders. FioSpider, so. Ich weiß schon meinen eigenen Instagram-Namen nicht mehr. Da seht ihr alle möglichen Sachen zu spinnen, wie Beauty-Shots und diese Fressen und Wasser kriegen und was halt alles. Guck mal, Kolumbien, zeig uns immer deinen geilen Arsch. Ja, die Kolumbien ist einfach wunderschön. Und sie ist sehr flink. Und unsere Goldspinne hat sehr viel gebaut und sie ist riesig geworden, die Goldspinne. Holy shit. Ich versuche auch mal davon einen Beauty-Shot zu kriegen von der Goldspinne, weil die muss man anleuchten, damit man das golden glänzen sieht. Und das sieht einfach ultra cool aus. Aber sonst ist sie einfach pechschwarz. So sieht das aus, wenn ich dann Spinnen füttere. Nur die kleinen. Mit Wasser. Ja, das sind allein alles nur Spinnen. Die großen stehen immer noch da. Und die Musik, die ihr gerade hört, ist da. The Light von Sophie and the Giants. Ziemlich cool. Ich hoffe, das darf ich so zeigen, sonst wird mein Video gestrikt. Tja, und so sieht das aus, wenn ich dann alleine füttere, wenn meine Freundin da ist. Auf der einen Seite Catch gehabt. Kurz raus. Da mein Handy mit Stativ für Instagram. Die ganzen Spinnen. Da ist noch ein Catch gehabt. Und hier eine Styroporbox, ziehen wir das Futter auf und diese fucking Würmer. Boah, ich stinke so nach Scheiße. Boah, Alter, mir ist schlecht davon geholt gerade. Sonst haben wir noch Mikroheimchen, dicke Würmer, kleine Würmer und große Heimchen momentan. Wir hatten auch Grillen gehabt, die haben wir aber alle verfüttert inzwischen. Beziehungsweise der andere Rest ist uns verreckt, aber die sind natürlich relativ teuer. Aber dafür, dass die große Spinnen so selten essen, kann man sich das auch mal gönnen. Vor allem sind die Viecher einfach nur übelst leise und nicht nervend wie die hier. Weil die Grillen, die zirpen, die Würmer stinken nach Scheiße. Deswegen lagere ich die momentan alle auf dem Balkon bei dem angenehmen Wetter jetzt momentan. Na gut, jetzt heute stürmt so ein bisschen und so, deswegen muss ich diese Wäsche wahrscheinlich reinholen müssen, damit sie mich nicht alle verrecken und unsere Spinnen essen haben. Aber mal schauen. So, und ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie die ganzen Häute von meiner Albopulosse aussehen. Wie sie sich verwandelt hat in der Zeit. Und es steht alles sehr crispy. So, ich glaube, das war die erste Haut, wo wir sie bekommen haben. Da hatte sie sich ja innerhalb von 2 Wochen nur so gehäutet gehabt. Dann war, glaube ich, die Haut als nächstes drin. Und die ist sogar richtig schön in Form geblieben. Sieht man mal den großen Unterschied. Sie wirken aber gefühlt doppelt so groß. Dann warst du, glaube ich, die letzte Häutung und dann warst du, glaube ich, die Häutung danach. Boah, das ist alles sehr steif. So. Auch wieder doppelt so groß und jetzt dann die hier.
Ja, merkt man an der Beindicke. So. Also von dem zu dem wirkt es zwar nicht so groß, aber es ist wirklich halt echt auch noch ein Riesenschritt. Gut, genug gelabert. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Hey. Da auch. Hallo. Jo. Vor allem das Geile ist, die schimmern alle blau. Oh.